Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, du weißt auch nicht Bescheid, okay. Ja, dann laufe ich mal weiter. Hopp. Hopp, oh. 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 Hopp. Ich glaube aber, hier kommt man nicht hoch. Ich wüsste auch nicht, wo es hier weitergehen würde dann. Oh Gott. Vielleicht hier? Ich meine, da wäre so ein Teil zum Hüpfen. Aber die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Kann ich auf das Teil hier hochspringen? Das ist die Frage aller Fragen. Oh Gott. In der Mitte der braunen Rohre stehen und dann Richtung roter Farbe blicken. Okay. Also hier. Oder was? Und dann hier so springen. Zwei Sprünge. Also hier abspringen auf das Teil da, oder? Und dann hier rüber wahrscheinlich. Zuerst auf das Schräge, okay. Hopp. Oh nee. Na, GG, Bombardin, GG. Du bist runtergefallen. Und dann auf die Säule, okay. Einmal versuche ich es, glaube ich, noch. Oh Gott. So schon mal nicht. So, so. Und nochmal hier hoch. Oh Gott. Das war's für einen ganzen 12-Stunden-Stream mal, ne? Da machen wir alle, machen mal einen 12-Stunden-Stream. 12 Stunden Guild Wars Jump Puzzles Only, bis wir wahnsinnig werden. Hopp. 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 Geschafft. Nutze die Sprungfähigkeit. Oh, das ist eine gute Idee, Dubstepper. Oh, Dubstepper, du bist genial. Dubstepper! Du genialer Kerl, du! Dieser Dubstepper ist ganz schön genial. Das muss man ihm. Das muss man dem Kerl lassen. Hallo! Erfrischend. Und gut aussehend ist auch noch der Dubstepper, das weiß ich. Auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe, aber er ist bestimmt gut aussehend. Wer solche Tipps gibt, kann nur gut aussehend sein. Das Jumping Puzzle hat mich schon immer abgefuckt. Achso, ja, hier nicht, ne? Sondern da. Da geht's weiter. So, glaube ich. Oder? Wo geht's jetzt nochmal? Wo bin ich? Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo ging's hier nochmal weiter? Hier bist du reingekommen. Ah. Nee. Ah, da. Da war das, oder? War das hier? Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt echt verlaufen. Ah, genau, da. Da war das hier. Hopp. Oh, Schisselmannissel. Warte mal, ich muss mal. Ich hätte springen müssen.
Das schaffe ich, komm. Aber ist noch nicht das Schwierigste. Es gibt noch Schwierigere, super. Hey, da freue ich mich schon drauf. So. Einmal hier und einmal da und einmal hier und einmal. Oh. Nochmal. Komm schon. Einmal hier. Zack. Zack. Oh. Der eine ist vom Abstand her ein bisschen anders, ne? Einmal hier. Schwupps. Schwupps. Ja, das ist der eine. Der eine oder keine. Oh. Schwupps. Irgendwann mache ich einen 12-Stunden-Stream. Mit Jump-Puzzles. Mal alle Jump-Puzzles durch. Hopp. Hopp. Mal drüber. Einmal hier lang. Einmal da lang. So, nochmal aufs Schiffchen. Respawn ist Gott sei Dank nicht da. Hurra. So. Alles gut. Ach, komm schon! So eine Mistkacke. Ah, ich werde jetzt schon wahnsinnig, ne? Beim ersten Mal, ne? Alle Sprünge haben gesessen. 1A Bombardin zieht durch. Und dann das. Und dann das. Dann ist der Teufel drin. Der Wurm meine ich, nicht der Teufel. Der Wurm. Auf einmal ist der Wurm drin. Die Souveränität ist dahin. Es ist ein mentales Problem. Aber Übung macht den Meister. Und die Frage ist, kann Bombardin seinen Kopf frei bekommen? Kann er diesen einen Sprung schaffen? Ja! Nein! Ach, komm schon! Ich glaube, da sollte ich echt mit dem Gewehr arbeiten, oder? Da kann ich ja auch mit dem Gewehr bestimmt, oder? Oder geht das... Warte mal, kann ich... Mal testen. Oh. Ah, springt nicht hoch genug, ne, mit dem Skill. Die ist da gerade in dieses Portal gelaufen. Oh, was? Oh. Ah. Da landet man draußen. Super. Das ist schlecht, das Portal. Das ist ein gutes Portal. Ich dachte, das wäre so eine Abkürzung oder so. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich glaube, wir geben es auf. Wir lassen es. Ich schau mal, ob Just Me es noch weiter versuchen möchte. Aber ich glaube, wir gehen in ein neues Gebietchen. Ich glaube, wir gehen zum Lorna, zu Lornas Pass. Das ist ja das nächste Gebiet, ne? Oder? Ist es das? Wo ist es denn? Was ist? Können wir ins Dampf nehmen? Dampfsporngebirge gibt es noch nicht. Wir müssen hier ins Zittergipfelgebirge, oder? Ja. Lornas Pass. Ist unser nächstes Ziel. Das. Ja, Episode 3 habe ich schon. Inanna, danke für den Hinweis. Habe ich mir schon geholt. Thank you.
Okay, Just Me hat's auch aufgegeben. Gut. Ne, das habe ich mir schon geholt. Ich habe, was mir jetzt noch fehlt, ich habe mir auch schon Staffel 2 geholt. Die habe ich mir schon gekauft und jetzt kaufe ich mir dann demnächst nochmal ein paar Edelsteinchen und dann hole ich mir auch noch hier den Rest quasi. Ich glaube Staffel, was weiß nicht, was mir noch fehlt, mal gucken. Staffel 3 fehlt mir noch insgesamt, Staffel 3. Habe ich noch nicht alles, mal gucken. Warte mal, lebendige Welt oder so. Ja, Staffel 3 fehlt mir noch, ne? Staffel 2 haben wir. Staffel 4 fehlen mir dann auch ein paar Episoden. So, dann mal los. Ab nach Lornas Pass. Jumping Puzzles gibt's dann im 12-Stunden-Stream. Nee, es macht jetzt keinen Sinn, hier stundenlang herumzuhüpfen. Da werde ich ja blöd. Oh, Post. Erweckt Invasionen. Erweckten Invasionen. Sicher wisst ihr, dass es in letzter Zeit in der Nähe großer Städte in Tyria zu erweckten Angriffen gekommen ist. Ja, ich habe schon einen gespielt. Ich habe vor, ihre Portalöffnungsposition zu verfolgen, damit die Friedensstifter sie leichter abfangen können. Aber dabei brauche ich Hilfe. Bitte trefft mich, sobald ihr könnt, bei euch zu Hause. Nin. Ich weiß ja nicht, wo wohne ich denn? Wenn mir jemand sagt, wo ich wohne, dann komme ich da gerne hin. Lieber Nin. So, okay, warte mal. Ich muss auch ganz dringend mal mein Inventar demnächst leeren. Das ist, wäre auch keine schlechte Idee, ne? So, erstmal das einlagern. Gut. Dann, let's fetz, würde ich sagen. Let's go. Lornas Pass. Beliebige Heimatinstanz. Okay. Dann kann man das ja tatsächlich irgendwann mal machen. Ah, jetzt gehen wir mal hier. Würde ich sagen, jetzt metzen wir uns erstmal hier so ein bisschen durch. Sorgt dafür, dass das Bergbaulager seine Produktivität aufrechterhält. Yo. Räumt Werkzeuge auf. Entschärft Fallen der Skrit. Hinterhalte. stoppt Skrit-Hinterhalte. Beseitigt Schädlinge und beschützt die Bergarbeiter und die Fracht vor Gegnern. Okay. Das hört sich jetzt nicht. Ah, es hört sich jetzt nicht so schwer an. Ich meine, wir müssen 5 Level auf jeden Fall hier machen, ne? Dann, dann können wir wieder mit der Story weitermachen. Darauf freue ich mich schon. Oh. Fallen. Fallen. Raptor. 10 Tötungen. Und ich sollte meine Rüstung reparieren. Obwohl die jetzt repariert scheint. Zumindest sehe ich nichts. Hm, naja, wir machen es trotzdem. Die Legion ruft. So, besten Dank. Schrott können wir auch mal verkaufen. Das schadet nie. Und sonst hast du was. Ah, zum Kaufen hat er nichts da, ne? Was? Kaufen können wir bei, oder? Ne, nur verkaufen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hätte gerne ein Wiederverwertungskit. Hallo, Fräulein Waffenschmiedin, habt ihr auch ein Kit da? Ne, natürlich hat sie keins da. Ech. Hier gibt es doch sicherlich einen normalen Händler, oder? Ah, das ist das, wo man Ratten rüsten kann. Das ist schön. Fertig. Juhu. Oh, Reisende. Immer ein Vergnügen.
Da ist ein normaler Händler, oder? Kaufmann. Da oben ist ein Kaufmann. Der hat doch immer die Wiederverwertungskits da, oder? Ja. Schön. Sehr gut, dann können wir... Ich muss nämlich mal meine Ausrüstung durchgehen hier. Das ist nämlich... Ich glaube, den Viererbeutel kann ich zerstören, oder? Oder kann ich den auch verkaufen? Können wir Viererbeutel verkaufen, die ollen? Die ollen stinkenden Viererbeutel? Ich sehe sie zumindest nicht. Scheinbar nicht. Ah, das muss jetzt auch mal sein. Wir müssen jetzt mal einen Zwischenstopp machen und alle Sachen wegpacken, die wir nicht mehr brauchen. So. Mal gucken, ob irgendwas dabei ist, was uns was bringt vielleicht. Die Erweckten-Axt haue ich auf jeden Fall weg, weil ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte. Das Ding ist schlechter. Hier, weiß ich nicht, lohnt sich? Hast du nicht die Beutel von mir bekommen? Ja, 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 doch, habe ich, 18. Hier. Aber trotzdem sind wir voll. So, mal gucken. Erst können wir einsetzen. Lohnt sich das? Ist jetzt eine Frage. Lohnt sich das, wenn ich solche nicht identifizierten Sachen erst später öffne? Sprich, passt sich dann der Level an? Das ist eine blöde Frage, ne? Meistens ist es nicht so, aber es könnte ja sein, dass in Guild Wars so ist. Schau einfach, ob da ein Preis dran steht. Okay. Okay, also gleich identifizieren und nicht erst mit Level 80. Okay, da ist kein Preis dran. No price tag. It's all about the money, money, money. La 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 la. So, dum da dum da dum da dum dum da dum. Könnten eigentlich auch mal wieder, aber ich will das Gewehr behalten. Mir macht Gewehr irgendwie mehr Spaß als mit Schild und so. Hier ist aber jetzt Action. Mehr Leute sollten falschen lernen. Lohnt es sich, so eine erweckten Axt jetzt mit einem besseren Wiederverwertungskit zu verwerten? Oder soll ich das aufheben? Da bin ich mir immer nicht sicher, was soll ich aufheben, was nicht. Die behalte ich mir auf jeden Fall, die Wumme hier. Das ist Account gebunden, den könnte man vielleicht nochmal brauchen hier. Da ist auch ein Preis dran. So, machen wir mal. Identifikation. Na, supi. Na, toll. Das lohnt sich ja, das ist ja viel Zeug dabei. Gelbe Items mit dem Meisterhaften verwerten. Okay. Oh, Meisterhaft habe ich nicht. Ich habe Edel. Ich kann Edel anbieten. Muss ich es mir wohl noch aufheben. So. Gut. Sehr schön. Dann können wir ja weiter. Alles bis grün mit dem Einfachen. Okay. Da habe ich jetzt quasi schon immer einen Fehler gemacht, weil ich habe die blauen auch einfach eiskalt wie der Lornas Pass verwertet. Da hier oben ist noch ein Speer, den quatschen wir mal an, den guten Mann. Seid unterwegs auf der Hut.
Die Grolle in dieser Gegend verhalten sich in letzter Zeit extrem aggressiv gegenüber Karawanen der Abtei auf dem Weg zu deren Stützpunkt. Die Bergarbeiter sind zwar nicht in die Sache verwickelt, aber es wird nicht lange dauern, bis die Grolle auch unsere Karawanen überfallen. Wenn ihr dabei helfen könnt, die Angriffe auf die Abtei einzudämmen, erspart ihr uns den gleichen Ärger. Okay. Gut, hier ist irgendwo ein Ausguck. Kommt jetzt direkt auf uns zu, oder was? Na, dann muss er wohl brennen. Oh, Raptor. Oh, da geht's hoch. Muss man auch erstmal wissen, ne? Wo man hochlaufen muss. Ja. Nochmal. So, nochmal. Oh Gott, das ist ja fast. Das ist ja fast so ein kleines Mini-Jump-Puzzle hier. Kann man auch tief runterfallen. Wenn man Pech hat. Oh, aber der Ausblick wird sicherlich gut sein. Das ist ein schöner Ausblick. Das ist ein wunderschöner Ausblick. Toll. Super. Gut. Dann schnappen wir uns doch gleich noch, komm. Nehmen wir doch gleich mal alle Sehenswürdigkeiten hier noch mit, oder? Hui. Oh, eine Statue des Raben. Wie schön. Der Rabe. Na, ich kann eh ein bisschen Felle gebrauchen. Leider ohne Glück diesmal. Autsch, bin hingefallen. So, einen kleinen Umweg machen für Holz. Schneekirschen gehen immer. Was da? Pfahlwurzeln. Nee, dafür laufe ich jetzt nicht nochmal einen Umweg. Ein neuer Ort zu erkunden. Kann's kaum erwarten. Ich auch nicht. Kaninchenmörder! 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 Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn dadurch ein Killer-Kaninchen-Event getriggert wäre. Aber leider, leider, leider nicht. So, da müssen wir... Da, nee, da müssen wir nicht, da dürfen wir rennen. Versteht sich. Oh, warte, Jasmin braucht Hilfe. Puff. Ja, auch ein Jump-Puzzle oder so, weil es hier noch so weit geht. Ist hier ein Jump-Puzzle oder so? Ach, das ist ein Mini-Dungeon. Oh, cool, dann lass uns den doch laufen.